Das hier kommt nicht aus Japan. Hey Leute, ich bin Anne und ich liebe Matcha und deswegen musste ich diese KitKats auf jeden Fall probieren. Wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass meine Liebe zur Teezeremonie und meine Liebe zu Matcha alles mit einem japanischen Matcha-KitKat angefangen hat. Ist ein bisschen weird, ist aber so. Deswegen konnte ich es mir aber nicht entgehen lassen, das deutsche Matcha-KitKat mal zu probieren. Das gibt es jetzt ja eigentlich schon recht lange auf dem Markt. Ich habe am Anfang, als es rauskam, sehr lange danach gesucht und es nirgendwo gefunden und es dann erstmal aufgegeben. Jetzt ist es mir letztens zufällig über den Weg gelaufen und ich dachte so, das Video kann man immer noch machen. Deswegen switchen wir jetzt einmal die Perspektive und ich probiere Matcha KitKats. Und da haben wir sie, die drei KitKats, die ich jetzt probieren werde. Einmal das deutsche Matcha KitKat, das japanische ganz normale Matcha KitKat und das Koicha Matcha KitKat, also das Matcha KitKat, das nach starkem Matcha schmeckt. Nehmen wir erstmal ein bisschen das deutsche Matcha KitKat unter die Lupe. Und zwar haben wir hier das Green Tea Matcha KitKat Inspired by Japan. Also man merkt schon, Inspired by Japan, das ist wahrscheinlich nicht so ganz das Original. Und ja, ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Die haben die Rezeptur angepasst. Das passiert relativ häufig, wenn ein Produkt aus einem Land in ein anderes Land übergeführt wird, sage ich mal, einfach um eben den Geschmack der Menschen in dem Land eher zu treffen. Wenn man jetzt wie ich oder vielleicht auch ihr eher gehofft hat, dass das wie dieses Matcha KitKat schmeckt, kann es sein, dass das uns ein bisschen enttäuschen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ansonsten finde ich die Verpackung mega cool. Also hier unten und hier oben haben sie so ein bisschen japanisches Design draufgepackt. Das finde ich echt, haben sie nicht schlecht gemacht. Die Kanji hier bedeuten Matcha, dann steht Green Tea drunter. Ich weiß nicht, warum es Englisch ist und nicht Deutsch. Wahrscheinlich wird es nicht nur in Deutschland so verkauft. Was sofort auffällt, wenn man das mit den anderen beiden vergleicht, ist natürlich der Größenunterschied. Und zwar ist das deutsche Matcha KitKat fast dreimal so groß wie die japanischen. Was daran liegt, ist, dass das Standard KitKat in Deutschland eben dreimal so groß ist wie ein japanisches. Macht schon alles Sinn. Finde ich aber sehr witzig, dass KitKat in unterschiedlichen Ländern so unterschiedlich am Ende aussieht und verkauft wird. Und jetzt packen wir das einfach mal aus. Was ich schon gelesen habe, ist, dass dieses KitKat auf weißer Schokolade basiert. Das ist ähnlich wie bei dem, wenn ich mich nicht täusche. Und das sehen wir jetzt auch schon am Optischen, dass das halt eher anders ist. Von daher würde ich jetzt eigentlich schon sagen, das können wir eigentlich aus dem Vergleich rauslassen. Ich finde es trotzdem super lecker, deswegen werde ich es wahrscheinlich trotzdem einfach essen. Wenn man die beiden ausgepackt hat, sieht man, dass sie eigentlich optisch gar nicht so unterschiedlich sind. Also ähnlich dick, ähnliche grüne Farbe. Ich bin mal gespannt, wie der Unterschied wirklich ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Schmeckt es gut oder schmeckt es nicht gut? Jetzt könnt ihr noch raten, gleich sage ich es euch. Oje, Leute, oje. Also als allererstes, wenn man hier reinbeißt, sieht man es auch gerade echt gut in dem deutschen Matcha KitKat. Ja, ist irgendwie eine Schicht Schokolade zwischen den Keksschichten. Und das schmeckt man deutlich heraus. Das macht das Ganze super viel süßer. Also ich weiß nicht, was in dem japanischen dazwischen ist. Auf der Kamera sieht es jetzt gerade recht bräunlich aus, aber in echt ist es super hell. Und ja, aber ihr seht auch den Unterschied. Also hier in dem hier ist auf jeden Fall Schoko in der Mitte und in dem hier halt einfach nicht. Dadurch, finde ich, schmeckt das hier einfach nur süß und überhaupt nicht nach Matcha. Und das hier schmeckt halt schon irgendwie nach Matcha. Natürlich auch trotzdem süß, weil es halt eben Schokolade ist und eine Süßigkeit ist. Aber irgendwie schmeckt es halt nach Matcha und das schmeckt einfach nach Zucker. Ich habe jetzt die beiden Stücken eben aufgegessen und muss echt sagen, wenn man in das reinbeißt, merkt man halt, dass es süß schmeckt, aber da ist ein Matcha-Geschmack und der ist auch da. Wenn man in das deutsche Matcha-KitKat reinbeißt, denkt man so einen winzigen Moment, oh, das schmeckt nach Matcha und dann kommt sofort Zucker, süß, ein bisschen Schokogeschmack und irgendwie, ich würde sagen, wenn ihr diese hier kennt, empfehle ich euch die deutschen Matcha-KitKats nicht. Ich muss auch sagen, dass ich echt lange gebraucht habe, um die deutschen Matcha KitKats irgendwo in einem Laden zu finden. Und als ich sie dann gesehen habe, habe ich gedacht, hey, doch, das kann man mal probieren. Aber ja, ich würde es euch nicht empfehlen.
Tja, und das war's. Mein Fazit zum deutschen Matcha KitKat. Ich bin mehr als enttäuscht und würde es euch nicht empfehlen, es zu kaufen, wie schon gesagt. Ja, ich habe leider mehr als eins davon gekauft, deswegen kann ich euch jetzt auch noch ein schön verpacktes zeigen. Das war vielleicht ein sehr optimistischer Fehler, aber naja. Einen kleinen Funfact gibt es jetzt am Ende des Videos noch, und zwar, warum sind japanische KitKats eigentlich so klein? Und oft hat man auf den KitKats hier hinten drauf auch so ein Feld, wo man eine Nachricht reinschreiben kann. Das heißt, KitKats werden in Japan oft damit assoziiert, dass sie verschenkt werden. Aber warum werden sie damit assoziiert, fragt ihr euch jetzt? Tja, das liegt daran, dass die japanische Aussprache von KitKat, also Kitokato, sehr an den Satz Kitokatsu erinnert. Und Kitokatsu bedeutet so viel wie, du wirst sicher gewinnen, du wirst sicher siegen. Also Kito ist sicher und Katsu ist gewinnen oder siegen. Und oft werden sie zum Beispiel vor Prüfungen oder vor irgendwelchen Turnieren, Spielen verschenkt und werden gesagt, hier, du wirst sicher gewinnen, Kitokatsu. Irgendwie passt es ja zu den Japanern. Das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Deswegen machen wir es ganz kurz und schmerzlos. Ich sag ciao und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und jetzt das Beste, hebt man sich immer zum Schluss auf.